Vor 12 Jahren ereignete sich eine schreckliche Tragödie, die man den Blast Fall nennt. Viele Menschen verloren dabei ihr Leben und Tausende werden noch immer vermisst. Unzählige Überlebende erlitten so schwere Verletzungen, dass sie danach kein normales Leben mehr führen konnten. Wissenschaftler entwickelten in rasantem Tempo eine Technologie, die verlorene Gliedmaßen und Organe ersetzen kann. Die Resemble-Technologie. Ersatzteile für den menschlichen Körper. Das bedeutet, sie ist eine Maschine. Ihr gesamter Körper besteht aus Resemble-Teilen. Es gibt keinerlei organisches Material. So unbegreiflich es klingen mag, Solti ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Ganzkörper-Resemble. Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Nun, im Grunde genommen handelt es sich bei Resembles um ganz normale Menschen. Bei ihnen wurden nur beschädigte Körperteile durch mechanische Bauteile ersetzt. Dieser Körper aber wurde komplett von Menschenhand erschaffen. Das kann ich anhand der von mir eingescannten Daten erkennen. Du meinst auch das Gehirn? Ja, das meine ich. Hier, dies ist ein vollständiger Bericht über die Resemble-Technologie. Er besagt, dass man nach dem heutigen Stand der Technik 60% des menschlichen Körpers durch Resemble-Teile ersetzen kann. Dieser Körper aber besteht zu 100% aus Resemble-Teilen. Neueste Technologie und modernste Systeme wurden auf eine Art und Weise kombiniert, wie es unseren Wissenschaftlern bisher noch gar nicht gelungen ist. Dieser Körper ist ein wahres Meisterwerk. Und er gehört Solti. Hey! Machen Sie sich keine Sorgen. Die moderne Resemble-Technik ist dazu in der Lage, den Verdauungsapparat perfekt nachzubilden. Du willst damit also sagen, Solti sei eine Maschine? Deshalb wusste sie nicht, wie man Hamburger isst. Solti ja auch ein bisschen eigenartig. Aber dass sie ein Roboter sein soll, kann ich gar nicht glauben. Roboter ist eine Beleidigung. Solti ist das Meisterwerk eines wahren Resemble-Künstlers. Solti ist ein Meisterwerk? Das ist ja krass. Was Yuto sagt, klingt ziemlich überzeugend. Nicht wahr, Roy? Ich weiß nicht. Sag mal, Roy, ist es möglich, dass du erleichtert bist, dass Solti kein Mensch ist? Nicht wirklich. Sag mal, wo ist Solti eigentlich? Ich glaube, sie ist spazieren gegangen. Verstehe, du hast dich verlaufen. Mama hat ein schlimmes Bein. Und
Da bin ich für sie einkaufen gegangen, aber jetzt kann ich den Weg nach Hause nicht mehr finden. Wenn ich doch nur eine Bahnstation finden würde. Eine Bahnstation? Weißt du vielleicht, wo eine ist? Ich? Nein. Tut mir leid. Oh, bitte fang nicht wieder an zu weinen. Verlass dich auf mich. Ich werde eine Bahnstation für dich finden. Ja? Meinst du wirklich? Ganz bestimmt. Das wäre toll. Mein Name ist Salty Revant. Wie heißt du? Freut mich sehr. Ich heiße Meryl Tyler. Wieder besser. Außerdem hilft ihr mein Papa, wo er nur kann. Du hast aber einen netten Papa. Und dein Papa, ist er etwa nicht nett? Doch, natürlich. Nur manchmal, da wird er ganz fürchterlich wütend und ich kriege ein bisschen Angst. Dann kriegt er fiese Falten. Läuft es manchmal bei ihm auf der Arbeit nicht so gut? Weiß nicht. Oh. Aha, ich kann dir helfen. Meine Mama hat mir einen geheimen Zauberspruch verraten, der Papa wieder aufheitert. Oh, was ist das für ein Spruch? Kannst du mir den auch verraten? Klar, pass auf. Aha. Versuch es. Ja, das klappt bestimmt. Der Simulation. Häftling Jack McLean, Todeskandidat Nummer 1467. Versuchsobjekt Nummer 4385, richtig? RUC nehme ich an. Dein Körper besteht zu 78% aus den modernsten Resemble-Teilen. Während eines Experiments hast du deinen Peilsender zerstört und bist aus dem Versuchslabor ausgebrochen. Hat eine Weile gedauert, dich zu finden. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Du bist uns in die Falle gegangen, Jack McLean. Aber wie? Unsere Experten haben jeden deiner Schritte bis ins Detail vorausberechnet. Gute Arbeit. Kompliment, Axela. Danke. Mach keine Schwierigkeiten und komm mit. Und wenn ich das nicht tue? Du hast keine andere Wahl, McLean. Ich kann überhaupt nichts mehr erkennen. Ich kann nicht mehr zielen. Celica! Kannst du ihn verfolgen? Ich versuch's. Was sollen wir tun, Integra? Wir verschwinden und suchen ihn morgen. Sag mal, spinnst du, Celica? Wir ziehen uns erstmal zurück. Gut, wenn du meinst. Sag ich doch. Sie haben ihn unterschätzt. Wir müssen uns was Neues einfallen lassen.